Diese Kurve ist sehr schnell zurückgegangen, Gott sei Dank. Sie ist auch abgeflacht, Gott sei Dank. Sie ist auch nicht so angestiegen, wie man es befürchtet hätte oder wie auch gewisse Vorhersagen waren, Gott sei Dank. Aber wir sind noch lange nicht aus der Gefahrenzone heraus. Und ich möchte das einfach vielleicht betonen, epidemiologisch gesehen, besteht immer noch eine recht große Gefahr, dass sich mehr Leute anstecken, dass sich immer noch die Leute anstecken und dass wir weiterhin auch dann schwere Fälle haben.